Hallo, mein Name ist Schmidt-Christian und ich bin dein Immobilien- und Finanzcoach. Herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um drei Bücher, die ich dir gerne empfehlen möchte. Ich wünsche dir viel Spaß beim Video. Vielen lieben Dank, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich dir drei Bücher vorstellen, die mir wahnsinnig geholfen haben und die ich durchgelesen habe. Und einige von euch fragen mich ja immer nach Büchern. Christian, hast du was? Und heute möchte ich dir einfach drei Stück vorstellen und wir fangen direkt mit dem ersten an. Das erste Buch ist von Tony Robbins. Habe ich jetzt schon durchgelesen, ist eigentlich sehr, sehr cool. Das heißt, wie aus kleinen Veränderungen große Unterschiede werden. Ist sehr einfach unterteilt, sind 365 Lektionen, also für jeden Tag eins. Ich habe die natürlich schneller durchgelesen, sind ganz viele coole Lektionen dabei, ja, also dass du dich besinnen sollst, auch mal was Neues zu wagen, dass du auf deine inneren Werte hören sollst. Tony Robbins ist ja allgemein jemand, den ich persönlich sehr cool finde, der aber natürlich auch zu den Amerikanern in Anführungsstrichen passt, also zu der amerikanischen Art und Weise, so ein bisschen auf die Kacke haut, und die Leute haben natürlich auch dort eine Art und Weise, die lassen sich natürlich leichter begeistern, finde ich persönlich, ja, als wir Deutschen. Wir sind da immer ein bisschen reserviert und ein bisschen ruhiger in der Art und Weise, ja. Vor allem bei seinen Shows, die er da macht. Also kann ich euch mal was empfehlen, und zwar auf Netflix, I'm Not Your Guru, sehr, sehr coole Dokumentation zu ihm. Und da geht es zum Beispiel darum, wie er vor 2000 Leuten spricht und kommuniziert. Ich weiß ganz genau, im Durchschnitt sind hier 5% von euch selbst, nee, nicht 5%, sondern 5 Leute von euch sind hier selbstmordgefährdet und oder denken darüber nach, Suizid zu begehen. Und es ist schon sehr krass, was er mit diesen Menschen macht und wie er auch auf die Leute einwirkt. Also finde ich sehr gut, diese 365 Lektionen. Finde ich sehr spannend, da waren jetzt viele Sachen dabei. Das ist natürlich für jemanden, der jetzt relativ viel liest oder relativ viel im Persönlichkeitsentwicklungsbereich unterwegs ist, so wie ich, viel kalter Kaffee. Ja, also viele Sachen, die hat man schon 10-mal gehört, aber es sind auch ganz viele Sachen drin, und gerade für jemanden, der jeden Tag eins liest, ich bin immer so ein bisschen derjenige, der sagt, jeden Tag ein bisschen besser, und da hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, sich jeden Tag daran zu erinnern. Würde ich einfach mal unten drunter verlinken. Das ist auch gar nicht so teuer. Ich glaube, 12 Euro oder sowas. Ja, guckt euch einfach mal an. Finde ich eine coole Idee. Ne? Das nächste Buch ist vom Paul Johannes Baumgartner. Ich kannte den vorher nur aus dem Radio. Ich glaube, der hat mal für Antenne Bayern gesprochen und sowas. Und hier geht es darum, das Geheimnis der Begeisterung. Und ich glaube, dass das vor allem im Verkauf wahnsinnig vernachlässigt wird. Viele Leute wollen ja im Endeffekt nur ihr Produkt verkaufen. Und ich glaube aber, dass viele der Leute, die einem Verkäufer gegenübersetzen, natürlich auch entertained werden wollen. Also sie möchten gerne Begeisterung. Ja? Ich hoffe, die bringe ich euch so ein bisschen rüber, ja, auch für das Thema YouTube. Begeisterung, warum solltet ihr euch denn anschauen? Ja? Das ist ja auch der Grund, warum viele Leute bei YouTube erfolgreich sind oder viele Aufrufzahlen bekommen, so würde ich es jetzt mal charmant beschreiben, weil viele Leute natürlich unterhalten werden wollen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendein Video mache, wo drin steht, soll ich mir den neuen Porsche kaufen oder ich fahre den Lamborghini-Probe, wird es viel mehr Aufrufe haben als das, was wir jetzt gerade hier mit dem Content machen, weil es natürlich viel mehr Leute interessiert. Ja, und vielleicht auch viel mehr Leute begeistert, weil die Begeisterung viel, viel höher ist, zu sehen, wie der jetzt in dem Lamborghini durch die Gegend fährt, als wenn der jetzt erzählt, was seine Top 3 Bücher sind. Hier ist es sehr cool, hier gibt es einige Sachen, vor allem für den Verkäufer, wie man es denn schafft, den Gegenüber ein bisschen besser zu begeistern, also dass er auch emotional betroffen ist. Finde ich sehr, sehr gut, fand ich ein sehr, sehr gutes Buch, ja, fand ich auch viele coole Tipps, die da hier drin waren. Das ist jetzt nicht ganz so dick, wie du sehen kannst, ja, aber war durchaus eine gute Möglichkeit, ein bisschen was einzuschätzen, und für das Thema des Verkaufs kann ich es durchaus weiterempfehlen. Das Buch ist von Paul Johannes Baumgartner und es heißt Das Geheimnis der Begeisterung.
Das letzte Buch und dritte Buch ist was mir wahnsinnig geholfen hat. Und zwar, das ist von Konrad Fischer. Das ist jemand, ich glaube, der kommt aus der Nähe von Nürnberg. Ich habe ihn leider noch nicht persönlich getroffen. Müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Vielleicht können wir den Menschen mal bei uns auf dem YouTube-Kanal einladen. Und zwar geht es in diesem Buch Altbauten kostengünstig sanieren. Ja, so heißt zumindest der Titel. Der Konrad Fischer ist aber eigentlich jemand, den könnt ihr auch bei YouTube googeln, ist jemand, der sehr gegen dieses ganze Wärmedämmverbundsystem-Thema ist, dieses ganze Dämmungsthema, ja, dass das total einfach nur durch eine Lobby gemacht wird und dass dieses ganze Gedämme alles gar nicht so gut ist. Und finde ich eine sehr, sehr gute Ansichtsweise. Ja, man muss natürlich immer gucken, er polarisiert natürlich sehr, so wie jetzt ein Gerald Hörer natürlich auch. Und er sagt, alles, was mit energetischer Sanierung zu tun hat, ist alles scheiße. Und in Amerika ist es ja schon verboten worden, größtenteils. Ja, also finde ich jetzt coole Sachen, die dabei sind. In diesem Buch geht es natürlich jetzt ein bisschen darum, um Altbauten zu sanieren. Da ist aber auch ganz vieles zum Thema drin, energetische Sanierung. Ja, also dass es manchmal gar keinen Sinn macht, von außen nochmal eine Dämmung anzubringen oder vielleicht auch von innen eine Dämmung anzubringen und so weiter und so fort. Fand ich ein cooles Thema. Da geht es auch um das Thema Bauen und Planen im Bestand. Bei diesem Buch. Ich würde es euch einfach mal unten drunter verlinken, damit ihr seht, wo es das gibt. Und das ist was, was ich persönlich nicht so schlecht fand. Also fand ich auch ein sehr, sehr gutes Buch. Er sagt auch, dass die Zielgruppe eher Bauherren sind, die ein praktisches Werkzeug an die Hand haben wollen. So krass würde ich es jetzt nicht beschreiben, aber es gibt wahnsinnig viele Informationen, welche Voraussetzungen man braucht, um eine preiswerte Sanierung zu machen, welche Technik ist geeignet, wo gibt es Möglichkeiten, Geld zu sparen und wo macht es auch Sinn. Ja, man kann ja überall Geld sparen, aber wo macht es denn wirklich Sinn, auch Geld zu sparen und wo sollte man lieber nicht so knauserig sein? Also Konrad Fischer, Altbauten kostengünstig sanieren, ist das dritte Buch, was ich euch gerne vorstelle. Wenn ihr Lust habt, kann ich euch immer mal wieder daran teilhaben lassen, was ich so lese. Ja, das waren jetzt die, die ich jetzt in der kurzen Vergangenheit gelesen habe. Ich höre natürlich auch relativ viele Hörbücher über Audible. Wenn ihr da Lust drauf habt und einfach noch ein paar mehr Informationen dazu haben wollt, würde ich mich sehr freuen, einfach einen Daumen hoch da lassen und gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Vielleicht sagst du, ey, pass mal auf, Christian, hier ist nochmal ein cooles Buch, lies doch das mal oder stell das mal vor. Ich stelle ja nur die Bücher vor, die ich im Endeffekt auch gelesen habe. Also würde ich mich sehr freuen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wie gesagt, wenn dir es gefallen hat, Daumen hoch nicht vergessen. Und ansonsten wünsche ich dir eine schöne, erfolgreiche Woche. Und wenn du dranbleiben willst, natürlich den Kanal abonnieren nicht vergessen. Ich wünsche dir was, schöne, erfolgreiche Woche. Dein Schmidt Christian. Bis dahin. Ciao.